Kidaharu Miyahira aus Sapporo, gestern nicht am Start. Weltcup Achter, Zweiter von der Normalschanze bei der Weltmeisterschaft, Dritter auf der Großschanze hinter Schmidt und Hannawald. Sehr vorsichtig der Übergang in den Flug. Aber super gemacht. Stabil vorn geblieben. Nicht unbedingt kräftig der Absprung, aber er nimmt die Geschwindigkeit sehr schön mit in das erste Flugdrittel. Korrigiert nicht, bleibt ganz sauber in der Vorlage. Das ist sein Vorteil und zeigt uns eine sehr schöne Landung. Und diese Landung, die bringt hohe Haltungsnoten und bringt ihn auf Platz 1. 4,5 Punkte vor Christoph Dufner, obwohl Miyahira 2,5 Meter kürzer sprang. Ja, so sieht er aus ohne Helm. Jetzt der Letzte. Der Beste nach dem ersten Durchgang. Kidaharu Miyahira, der Weltmeister, schafft Zweite von der kleinen Schanze, der Dritte von der Großschanze von Bischofshofen. Einer, der in dieser Saison zu den Aufsteigern gezählt werden darf. Ganz stabil in seinen Leistungen. Sehr sauber in der Haltung. Deshalb ist er an Christoph Dufner im ersten Durchgang vorbeigeflogen. Und er möchte natürlich auch diese Spitzenposition verteidigen. Das wäre sein erster Weltcup-Sieg in diesem Winter. Der erste für ihn oder der elfte für Martin Schmidt. Es wird knapp, aber ich glaube, es wird für Martin Schmidt reichen. Es war ein sehr schöner Sprung von Kidaharu Miyahira. Da gab es kaum was auszusetzen, aber es fehlte vielleicht am Ende die ganz große Weite. Nein, ganz knapp behauptet er sich. 0,3 Punkte vor Martin Schmidt. Kidaharu Miyahira heißt der Tagessieger. In einem nicht ganz einfachen Skifliegen hier auf der großen Schanze in Planica. 0,3 Punkte dahinter Martin Schmidt, der im zweiten Durchgang 202 Meter weit sprang, der aber den neuen Tagessieger nicht ganz abfangen konnte. Für ihn, für Kidaharu Miyahira, hier Manobu Ohno, der von Reinhard Hess die Glückwünsche empfängt, für ihn der erste Weltcupsieg. Da gratulieren wir sportlich fair. Wir wissen, Martin Schmidt, der hier Zweiter ist auf diesem Tableau, der springt morgen im gelben Trikot und liegt 42 Punkte vor Janne Ahonen.